Schatz, ich fahre noch mal schnell in die Stadt. Oh, das trifft sich gut, Dieter. Da komme ich gleich mit. Eigentlich wollte ich danach gleich noch mal zu Markus. Ach, Dieterlein, das ist doch gar kein Problem. Dann komme ich eben mit zu Markus. Ich habe ihn eh schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und außerdem ist gerade Sommerschlussverkauf in den Geschäften. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich mir diese Chance entgehen lasse. Nein, natürlich nicht. Aber ich bin davon ausgegangen, dass du lieber alleine shoppen gehst. Das ist schon richtig. Aber du weißt doch, dein Auto ist in der Werkstatt und somit haben wir nur ein Auto. Und wenn ich warte bis heute Nachmittag, dann sind die besten Angebote schon weg. Ja, sage mal, was machst denn du da eigentlich? Nichts, mein Schatz. Ich habe mir nur deine zarten, schönen, weichen Hände angesehen. Oh, apropos schöne, zarte, weiche Hände, ich muss unbedingt in die Apotheke und mir meine Handcreme wieder kaufen. Meine ist schon fast alle. Das können wir alles machen, Schatz. Aber lass uns endlich losgehen. Bist du soweit? Können wir los? Ich schaue nur noch schnell, ob ich alles dabei habe. Schlüssel, Handy, Telefon. Ich habe alles, wir können. Ja, dann nichts wie in die City. Schatz, mir ist gerade eingefallen, ich muss ja noch bei der Post vorbeischauen. Wenn du willst, du kannst ja schon mal shoppen gehen. Wir können uns ja dann später im Café treffen. Alles klar, das können wir machen. Lass mich nicht zu lange warten, hast du gehört? Ich liebe dich. Bis später dann, mein Schatz. Du kannst dir ruhig Zeit lassen beim Shoppen. Ich glaube, bei der Post werden heute richtig viele Leute sein. Also, ich bin dann mal weg. Ich liebe dich auch. Bis später dann. Dann gehe ich doch gleich mal in die Apotheke. Nicht, dass ich noch am Ende meine Handcreme vergesse. Wieso ist denn da geschlossen? Was ist denn hier los? Entschuldigen Sie, aber wir haben wegen Umbauarbeiten geschlossen. Die nächste Apotheke ist in Bletown. Entschuldigen Sie, aber ist das wirklich Ihr Ernst? Sie glauben doch nicht wirklich, dass ich bis nach Bletown wegen einer Handcreme fahre. Tja. Okay, mein Plan scheint aufzugehen. Sie geht ins Einkaufszentrum. Solange sie noch nicht im Einkaufszentrum verschwunden ist, muss ich vorsichtig sein. Nicht, dass sie mich letztendlich noch entdeckt. Noch ein letzter prüfender Blick, dass sie mich auch wirklich nicht gesehen hat. Okay, alles im grünen Bereich. Nichts wie rein hier. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich würde mich erst einmal umschauen, wenn ich darf. Wow, Sie haben ja beeindruckende Sachen. Diese Kette da oben, was soll die denn kosten? Diese Kette ist aus purem Gold und besetzt mit reinen Diamanten. Sie kostet 28.000 Euro. Das Original würde 3 Millionen kosten. 28.000 Euro. Nein, ich sehe gerade diese Lampe. Die ist ja wirklich wunderschön. Was soll die denn kosten? Diese Tischlampe kostet 1.400 Euro. Ja, 1.400 Euro geht gerade noch so. Eigentlich bin ich ja hier, weil ich einen Verlobungsring kaufen möchte. Da haben Sie sich ja den besten Zeitpunkt ausgesucht. Wir haben gestern erst die neueste Kollektion reinbekommen. So, bitteschön, das ist gerade voll im Trend. Ich glaube, da haben Sie die falsche Palette herausgenommen. Das sind doch, glaube ich, Ringe für kleine Mädchen. Oh, natürlich, Sie haben recht, wie peinlich. Haben Sie denn schon einen Hochzeitstermin? Einen Termin haben wir noch keinen, aber ich möchte Sie so schnell wie möglich heiraten. Dann suchen wir doch mal den perfekten Ring für Ihre Lebensgefährtin. Wie ich schon sagte, die neueste Kollektion und Sie haben die freie Auswahl. Ich möchte ja nichts sagen, aber ich habe da eher an etwas Dezentes gedacht. Sie sollten wissen, ein Verlobungsring muss groß, pompös, auffällig sein. Es soll doch jeder wissen, dass Sie bald heiraten. Da haben Sie auch wieder recht. Und meine Frieda, die steht ja auf Bling Bling. Umso größer, umso besser. Der Ring da hinten könnte ihr gut gefallen. Ist das ein echter Diamant? Dieser Diamant ist ein Sechskant-Diamant. Ach, das hat sich ja mal wieder voll gelohnt. So viele Sachen für so kleine Preise bekommt man wirklich nur im Sommerschlussverkauf. Wow, die Uhr, die sieht ja richtig schick aus. Ob sich Dieter darüber freuen wird? Nein, diese Kette. Oh, die muss ich unbedingt haben. Die passt so toll zu meinem neuen Kleid, was ich mir gekauft habe. Hätten Sie eventuell noch Ringe, die so ähnlich aussehen? Ist das etwa Frieda, die da kommt? Oh nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Ich muss mich verstecken. Sie darf mich hier auf gar keinen Fall sehen. Das soll doch eine Überraschung werden. Okay, ich verstecke mich hinter dem Verkaufstresen. Könnten Sie mal bitte Platz machen? Ich habe es eilig. Nein, das geht nicht. Sie können nicht einfach so hinter die Ladentheke. Das ist doch ein Notfall, das sehen Sie doch.
Ach, jetzt bin ich auch noch mit der Tasche hängen geblieben. Ich hätte vielleicht doch nicht ganz so viel einkaufen sollen. Na, komm schon. Ach, jetzt geht's. Schönen guten Tag, kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich habe draußen im Schaufenster diese wunderschöne Halskette gesehen. Die passt perfekt zu meinem neuen Kleid, was ich mir gekauft habe. Wollen Sie es mal sehen? Ah ja, und welche Halskette meinen Sie da ganz genau? Ich meine die Perlenkette, die weiße, die schöne. Ach, die ist so perfekt. Einen kleinen Moment bitte, ich bringe sie Ihnen. Hm? Was war das denn eben gerade? Hat sich jemand bei Ihnen unter dem Verkaufstresen versteckt? Nein, wie kommen Sie denn auf diese Schnapsidee? Wir beiden sind die einzigsten in diesem Laden hier. Aber da ist doch jemand. Ich hab's ganz genau niesen gehört. Keine Ahnung, vielleicht hat ja draußen jemand geniest. Sagen Sie mal, werden Sie vielleicht bedroht? Oder werden wir gerade überfallen? Haben Sie das gehört? Da war es schon wieder. Und ich habe mir das dieses Mal nicht eingebildet. Und es hat ganz nach meinem Dieter geklungen. Grüß dich, mein Schatz. Ja, sag mal, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist bei der Post. Wollten wir uns nicht eigentlich im Café treffen? Ja, schon, aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal hier vorbeigehe, kann ich ja gleich meine Uhr reparieren lassen. Aha, und deswegen stehen hier auch Ringe auf dem Tresen. Alles klar, mein Schatz. Eigentlich sollte das alles irgendwie ganz anders verlaufen. Und es sollte eigentlich auch eine Überraschung sein, mein Schatz. Was? Eine Überraschung für mich? Sag bloß, du wolltest mir diese schicke Perlenhalskette kaufen, die draußen im Schaufenster liegt. Von welcher Kette sprichst du eigentlich? Nein, ich hatte etwas ganz anderes vor. Wenn Sie so nett sind und mir den Ring geben könnten. Ach, wie schön. Und das in meinem Geschäft. Frieda, mein Schatz, kommst du bitte mal zu mir? Was hast du vor? Schatz, wir sind jetzt mittlerweile schon über ein Jahr zusammen. Und ich bin, wie du weißt, sehr, sehr glücklich mit dir. Und ich möchte keinen Tag mehr ohne dich sein. Mein liebster Engel auf diesem Planeten. Ich frage dich, möchtest du mich heiraten? Oh, Dieter, ich habe schon gedacht, du wirst mich nie fragen. Natürlich will ich dich heiraten. Ja, ja, ja. Ach, was für ein tolles Pärchen. Die passen wirklich gut zusammen. Welchen Ring hast denn du für mich ausgesucht, mein allerliebster Schatz? Für dich, meine Liebste, nur das Schönste, das Größte und das Teuerste. Oh, darf ich mir den Ring mal anziehen? Ihr Verlobter hat für Sie diesen Ring hier ausgewählt. Aber der funkelt hier überhaupt gar nicht. Diese Ringe hier sind nur für die Präsentation da. Sie bekommen natürlich einen neuen. Und mein Schatz, was sagst du? Gefällt er dir? Was soll ich sagen? Ich müsste ihn mal an meinem Finger sehen. Oh ja, natürlich. Das habe ich ja total vergessen, dir den Ring an den Finger zu stecken. Und, mein Schatz, wie gefällt er dir? Danke dir, mein Schatz. Der ist wirklich wunderschön. Das ist der schönste Ring, den ich in meinem Leben jemals besessen habe. Dieser Ring funkelt ja heller als jeder Stern am Himmel. Diese Lampe, oh, die muss ich haben. Was kostet die eigentlich? Diese Lampe kostet 1400 Euro. Ach, Schatz, können wir diese Lampe bitte mitnehmen? Die ist so schön. Bitte, bitte, bitte. Mir ist das egal. Ich frage mich nur, wo du sie hinstellen möchtest. Ach, das ist doch erstmal völlig egal. Da wird sie schon einen Platz finden. Da wären das bei Ihnen zusammen 2300 Euro, bitte. Sie zahlen mit Karte? Dann bekomme ich hier bitte noch eine Unterschrift von Ihnen. Vielen herzlichen Dank für Ihren Einkauf. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und vielen Dank für Ihre nette Beratung. Puh, ist die Lampe schwer. Die kann ich nicht bis zum Auto tragen. Am besten ist, Schatz, du wartest hier und ich hole das Auto. Das ist eine grandiose Idee von dir, mein Schatz. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mir meine Füße von dem vielen Gelaufe wehtun. Von so einem Verlobungsring habe ich schon immer geträumt. Und jetzt habe ich ihn. Oh, da bist du ja, mein Engel. Ja, dann auf Standesamt und einen Hochzeitstermin vereinbaren. Juhu! Heute grüße ich ganz lieb Parvin, Bashiri, Nicole, Chiara, Sham, Tiba, Janat, Areche, Unicorn Soleil, Der Pro Gamer Gamer, Cheyenne Girl, Jona Schönewald, Leni Scott und zum Schluss noch ganz lieb Diana Althoff. Hier geht es jetzt weiter zu noch mehr Playmobil-Videos und über den runden Button kannst du mich kostenlos abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.